Se ha encontrado un niño de pelo castaño, de unos 5 años, que viste camiseta azul y gorra roja y dice haberse perdido. Se ruega a su padre que acude a recogerlo a la puerta 26. Ja, Fußball ist nur ein Spiel, sagen einige. Aber davon merkt man hier heute gar nichts. Diese ist die zweifellos wichtigste Partie, wenn nicht sogar das herausragende sportliche Event der Woche. Was auch erklärt, warum hier im Stadion eine solche Festivalstimmung herrscht. Himmelblau und Burgunderrot, soweit das Auge reicht. Dazu stolze Fans, die leidenschaftlich ihre Hymnen schmettern. Kein Zweifel. Wir sind hier in der katalanischen Fußballmetropole bei einem der herausragendsten Teams der Geschichte in Barcelona. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Hauptsache weg mit dem Ding. Mbappé. Und ein Schuss. Der FC Barcelona ist direkt wieder im Ballbesitz. Eine ganz kurze Frage. Wer ist hier der Wichtigste auf dem Platz? Wir sehen einen der besten Fußballer der Welt mit Neymar und was der alles veranstalten kann, wenn er Lust auf den Ball und Lust aufs Spiel hat. Die Schussgelegenheit! Erst zum Ersten und jetzt zum Zweiten. Stichwort Befreiungsschlag. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Da ist der Pass. Neymar. Und der Konter läuft. Es geht über links. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Er entscheidet sich dafür. Er versucht einfach mal. Ganz simpel, einfach nach vorne. Verliert den festen Stand. Law. Alvarez. Ist zur Stelle und entschärft die Situation. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Klare Sache, das muss Gelb geben. Maignan. Wie heißt es doch so schön, das Runde? Da guckt er ganz genau.
Law. Und er macht sich den Weg frei. Und die Ball Abschluss. Klasse Tat von Torhüter. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Eckball, die zweite. Das gegnerische Team hat noch keinen Eckball bekommen. Er geht auf Nummer sicher. Ein schwacher Pass. Das ist Mbappé. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Sehr aufmerksam. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Da ist ein Tor! Moment, nein, der Schiedsrichter hat auf Abseits entschieden. Und das war eine ganz enge Kiste, auch wenn es mir für den Torschützen ein bisschen leid tut. Es war letztendlich eine korrekte Entscheidung. Die Entscheidung fällt spät, ist aber korrekt. Bruno Fernandes. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Vinicius Junior. Sie kommen im Mittelfeld momentan überhaupt nicht zum Zuge. Klasse durchgesteckt. Abgefallen. Gut gemacht. Kopf ist oben und der Ball ganz lang gespielt. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Mbappé! Bruno Fernandes! Marcos Llorente. Bruno Fernandes. Law. Riskanter Ball, würde ich sagen. Alvarez. Otavio. Law. Es geht über die rechte Seite. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Die Tür ist sperrangelweit offen. Der FC Barcelona bekommt tatsächlich die Ecke. Der FC Barcelona jetzt mit dem dritten Eckball. Der Gegner per Kopf. Hauptsache weg mit dem Ding. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Damit sind die ersten 45 Minuten vorbei. Bislang sehr wenig passiert. 0-0 Logo. Recordamos a nuestros espectadores que pueden disfrutar de la transmisión en directo de este partido en la emisora de radio oficial del equipo.
Und es geht weiter. Ich habe da so meine Zweifel, ob das auch so ausgehen wird. Ich bin richtig gespannt darauf, wie hier die beiden Mannschaften die zweite Halbzeit angehen. Vinicius Junior. Und er macht ihn. Vinicius Junior, ich werd verrückt. Vielleicht ist genau das der Unterschied. Der eine oder andere in Gedanken noch in der Kabine. Er ist hellwach. Und dafür wird er hier belohnt. Mit dem Führungstreffer. Unwiderstehlich. Perfekte Schusshaltung und präzise. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach. Der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Wir wissen natürlich nicht, was der Trainer Ihnen in der Halbzeitpause gesagt hat. Wir wissen nur, es waren definitiv die richtigen Worte. Joao Felix. Blitzsauber, wie er den Ball erobert. Schlecht eingeworfen. Law ist abseits. Mbappé. Ich habe mir gedacht, dass sie jetzt auf Konter spielen. Ja, sie spielen unglaublich viele vertikale Bälle. Und ob diese Rechnung aufgeht, das hängt vor allem davon ab, wie schnell sie die Bälle im zentralen Mittelfeld weiterleiten. Ja, dann ist das wohl auch eine Frage des Personals, das da unten auf dem Platz steht. Joao Felix. Was für eine Ballbehandlung. Pavard. Unterbindet diese Aktion kompromisslos. Ein hochinteressanter Ball. Alvarez. Bruno Fernandes. Das haben sie einfach gut verteidigt, gerade weil sie in Unterzahl waren. Also für das Tackling, da gibt es das Lob vom Trainer für das, was vorher passiert ist. Dieser Ballverlust, da gibt es mit Sicherheit kein Lob. Sie haben die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Auf die Seite verlagert. Perfekt antizipiert. Er zieht auf. Überragende Aktion. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Das hätte ins Auge gehen können. Der FC Barcelona mit einer guten Kontergelegenheit. Ja, dann geht's plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Mbappé, gut gesehen, guter Laufweg. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Das war schon eine vielversprechende Offensivaktion. Das hätte auch klappen können. Das ist völlig richtig. Richarlison hat unglaublich. Und die Chance! Und nochmal drauf. Und wieder nichts. Wahnsinn. Das ist wirklich ansehnlicher Angriffsfußball. Aber der Abschluss, der stimmt einfach nicht.
Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Auf der Bank ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Joao Felix. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Neymar. Raus auf die linke Bahn. Jetzt ist Übersicht gefragt. Er ist vorbei. Und er zieht ab. Tor! Sie waren so gut wie draußen. Und jetzt diese unerwartete Wendung. Eine fantastische Vorstellung. Dieses Tor gehört ganz allein ihm. Ein super Solist. Das ist wirklich herausragend, wie er hier einfach losstürmt, die Gegenspieler stehen lässt und dann noch eiskalt abschließt. Wir sind auf Remiskurs. Die Experten haben es vorhergesagt und sie haben recht behalten. Das hier sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Es kommt am Ende drauf an, wer mehr an sich glaubt. Charakterfrage. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Hier ist Mur. Und Abschluss. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Alexander-Arnold mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Er versucht, ihn reinzuspielen, aber das war nicht gut abgestimmt. Überhaupt keine Frage. Die Einstellung dieser Mannschaft ist über jeden Zweifel erhaben. Sie wollen den Sieg und sie arbeiten dran. Jetzt den präzisen Pass spielen. Ganz fein gespielt. Und der Pass. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Mohamed Salah. Exzellent, wie der Keeper da reagiert hat. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Habrá tres minutos de descuento. Mohamed Salah. Da war ein Pfiff, wahrscheinlich abseits. Pedri. Guardiol. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Gut gelöst, die Situation. Ein schwacher Pass. Okay, das sieht vielversprechend aus. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Ein Unentschieden heute. Es gibt keinen Sieger, obwohl beide Mannschaften doch genügend Möglichkeiten haben.